Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing. Ich habe heute für euch den Rituals und zwar den kleinen. Ich habe euch ja den mittleren schon ausgepackt und den großen gibt es auch noch, den packe ich nicht aus, aber ich habe den kleinen dafür bestellt. Also 69,50 Euro kostet der. Der kocht richtig schön. Ich habe den kleinen noch nie gehabt, ich habe immer den 3D gekauft und ja, jetzt habe ich gedacht, bestelle ich den kleinen auch noch und wir gucken uns den mal an. Also wenn ihr wissen wollt, wie der kleine Adventskalender ist, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und bevor ich jetzt beginne mit dem eigentlichen Video, wollte ich euch darum bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt packe ich mal diesen wunderschönen Adventskalender aus. Ich hoffe, dass der schön ist. Man sieht auch schon so ungefähr, was drin ist. Aber wir gucken uns den trotzdem mal genauer an. Ich öffne alle Türchen und ich würde sagen, let's go. So, ich habe das gute Stück mal aufgebaut. Das ist er einmal. Also er ist so riesig, dass ich meine Kiste runter tun konnte. Der ist wirklich groß und schwer. Ich bin gespannt, weil der 3D war ja nicht ganz so cool gewesen. Also ich fand, da waren schon sehr kleine Größen drin und ich habe so die Vermutung, dass der hier dem sehr ähnlich kommen wird, aber halt nur viel günstiger ist. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, der kostet 69,50 Euro, gibt es online und auch in den Geschäften mittlerweile. Und jetzt würde ich auch direkt sagen, fangen wir mit Türchen Nummer 1 an. Türchen Nummer 1 startet ganz klassisch mit einer Kerze. Und zwar haben wir hier eine Vanillekerze drin. Da freue ich mich drüber. Ich glaube, in dem anderen war auch eine Vanille drin. Ich will euch aber von dem anderen nicht spoilern, falls ihr den habt und auch nur das Video hier sehen wollt. Also auf jeden Fall haben wir hier eine Kerze drin, eine kleine. Türchen Nummer 2 hat einen Duschschaum drin in einer Reisegröße 50 ml von der Ying-Reihe. Mag ich echt gerne. Die Ying-Reihe finde ich gut, gerade für abends, wenn man abends duschen oder baden geht, ist das sehr entspannt, weil das halt so ein bisschen nach Lavendel und ich glaube Sandelholz ist das, meine ich, was da riecht. Aber das ist wirklich eine schöne Reihe und ich finde das auch eine angemessene Größe für diesen Adventskalender. So, wir haben Türchen Nummer 3. Ich bin gespannt. Das ist ein kleines Türchen. Was soll denn hier drin sein? In Türchen Nummer 3 ist einmal ein Bodyöl drin. Das ist die kleine Größe, 30 ml von dem Ayurveda. Riecht gut. Ja, keine Frage. Also das ist ein ganz, ganz toller Duft, dieser Ayurveda. In Türchen Nummer 4 haben wir nochmal eine Kerze drin. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Ich kann euch hier auch den Gesamtpreis wieder nicht ausrechnen, wie bei dem 3D-Adventskalender. Da hatte sich eine Zuschauerin beschwert, dass ich keine Preise eingeblendet habe. Aber wie soll ich die ausrechnen mit den Kerzen? Da müsste ich die Kerze aus dem Glas rauslösen, müsste die wiegen und müsste das dann abrechnen bzw. aufrechnen mit den Preisen, die im Internet online stehen. Und ich werde die Kerze dafür nicht rauslösen. Und wenn ich das Glas mitwiege, habe ich nicht die genaue Grammzahl, also habe ich es gelassen. Kurze Erklärung. Auf jeden Fall ist das eine Kerze, Sweet Jasmin aus der Private Collection. Oh, in der 5 ist was drin, das habe ich noch nie gehabt. Das finde ich ja richtig cool. Und zwar ist hier ein Coconut Milk Bad drin. Das ist ein Badezusatz von der Ayurveda-Reihe. Das ist ja cool, das reicht für ein Bad. Da freue ich mich aber richtig drauf. Das werde ich auf jeden Fall nutzen. Also da hatte ich noch nie was von. Ach, man riecht aber nichts. Es riecht nach nichts, aber einmal ein Bad. Jetzt haben wir Nikolaus und wir freuen uns alle auf den Nikolaus und wollen wissen, was da drin ist. Der Nikolaus ist einmal ein Body Mist und zwar aus der Amsterdam Collection. Das ist die Tulip and Japanese Yuzu, also Yuzu-Duft. Ja, der riecht gut. Also das ist auch so ein bisschen männlich, finde ich. Also der riecht so ein bisschen wie frisch geduscht mit einem Männerduschgel, finde ich. Aber ich mag den Duft. Das ist auf jeden Fall einmal Türchen Nummer 6. Türchen Nummer 7 ist ein großes Türchen und das öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Übrigens lassen sich die Türchen ganz gut öffnen, aber die Produkte gehen schwer raus. Tada! Okay, wir haben in Türchen Nummer 7 ein Cooling Shower Gel. Und zwar mit Minze und mit Aktivkohle. Das ist ein Sportduschgel. In 70 Millilitern. Ja, ist ganz gut, aber Duschgel. Ja, das riecht aber ganz gut. Das riecht aber schon männlich. Ich würde das jetzt schon meinem Freund geben. Ich glaube, der wird sich darüber sehr freuen. Aber für mich ist das, glaube ich, ein bisschen zu herb. In Türchen Nummer 8 ist ein Mild Body Scrub. Also das ist von der Karma-Reihe einmal 70 ml. Das ist halt ein Duschpeeling. Machen wir direkt weiter mit Türchen Nummer 9. In Türchen Nummer 9 ist eine Tagescreme drin. Eine Anti-Aging-Tagescreme, die Glow. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
weil ich das nicht so gut vertrag von Rituals fürs Gesicht. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass ich auch das Serum hat gar nichts bei mir gemacht und die Creme habe ich nicht so gut vertragen. Muss ich mich dann nochmal austesten. Sind auf jeden Fall 10 Milliliter. In Türchen Nummer 10 ist eine Soap Bar drin und zwar Ritual of Ying. Das ist ein kleines Stück Seife und mit einem schönen Duft. Also sieht einmal so aus. Duftet richtig gut, also auch diesen Ying-Duft als Seife finde ich sehr gut. Türchen Nummer 11 schenkt uns wieder eine Kerze aus der Private Collection, Savage Garden, und ich mag diesen Duft. Den hatte ich schon mal gehabt und den finde ich nicht so gut, aber ja, den werde ich dann vielleicht ins Bad stellen, zum Klo oder so, mal gucken. Oder ich werde ihn verschenken an jemand, der den mag. Ich mag ihn auf jeden Fall nicht besonders gerne. Halbzeit, Türchen Nummer 12, ich suche es. Auch in diesem Adventskalender haben wir ein Füllprodukt drin, wie jedes Jahr ein roter Handschuh. Ich glaube, der rote Handschuh ist jedes Jahr drin oder der ist auch mal gold, aber ich glaube, der ist eigentlich immer rot. Das ist einmal so ein Peeling-Handschuh für die Dusche, Badewanne, wie auch immer. Ist ganz praktisch, aber ist halt ein Füllprodukt. Ne? Für 70 Euro, der Kalender kostet 70 Euro, finde ich Füllprodukte immer ein bisschen doof. Ich weiß, ein, zwei Füllprodukte sind okay, aber irgendwie bei 70 Euro auch doch nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Auf jeden Fall haben wir einmal einen Handschuh. Jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 13. In der Nummer 13 ist ein Sweet Orange. Ah, okay, das ist ein Ritual of Mehr Schauergel und zwar hier so ein kleines. Das ist wirklich extrem klein. Das sind 30 Milliliter. Ja, aber das riecht so gut. Ich mag den Duft sehr gern. Das riecht halt so nach Orange und Zedernholz und sowas. Das ist ein sehr schöner Duft. In der 15 haben wir einmal ein Shampoo drin und zwar ein Volume and Nutrition Shampoo von der Sakura-Reihe. Die Sakura-Reihe riecht ja ganz gut, und aber ich habe schon gehört, das Shampoo soll nicht ganz so gut sein. Ich teste aber trotzdem mal aus. 50 Milliliter. Weiter geht's mit Türchen Nummer 16. In der Nummer 16 haben wir den passenden Conditioner natürlich drin. Das finde ich gut. Kann man dann zusammen austesten. Riecht richtig gut. Sehr stark parfümiert, wie alle Produkte von Rituals. Aber es ist ein sehr schöner Duft, wenn die Haare dann danach duften. Das wäre ganz toll. So, bei welchem Türchen waren wir jetzt? Ich glaube, 17 kommt jetzt, genau. In der Nummer 17 haben wir eine Haarmaske drin. Eine Keratin Recovery Hair Mask mit Arganöl und Keratin. Also das ist einmal eine Haarmaske, aber nur 20 Milliliter. In der Nummer 18 ist eine Kerze drin mit dem Amber Duft. Der riecht richtig gut. Also diesen Duft mag ich richtig gerne. Das ist die Private Collection. Einmal eine Kerze. Geht steil auf die 24 zu. Wir haben Türchen Nummer 19. Türchen Nummer 19 hat einen Männer-Duschschaum drin. Und zwar mit Zedernholz und Vitamin E. Das ist einfach ein Duschschaum für Männer. Und ich finde das nicht so gut in einem Frauen. Obwohl, man kann sich den Kalender ja auch teilen mit seinem Partner, dann ist es ganz gut. Aber wenn man den von seinem Partner geschenkt bekommt zum Beispiel und der Partner sowas nicht mag, finde ich es ein bisschen doof. Hätte man noch ein Frauenprodukt reinmachen können oder halt einen Duft, den Frauen gerne mögen. Also, weiß nicht. Schreibt mal eure Meinung rein. Ich finde es okay. In der Nummer 20 haben wir eine Instant Care Hand Lotion drin. Und zwar, das ist die Ying. Und die habe ich auch gerade im Schlafzimmer im Nachttischschränkchen drin. Die ist so sehr reichhaltig. Also die kann man wirklich erst abends drauf machen, weil die wirklich sehr schmierig ist, sag ich jetzt mal so. Ja, ich finde die aber schön vom Duft und die macht auch ganz weiche Hände. Deshalb, das ist eine schöne Handcreme, 40 Milliliter. In der 21 ist einmal Ritual of Mehr drin, Loving Body Cream. Also das ist eine Body Cream mit dem Mehrduft und das, ich mag den Duft ja, wie gesagt. Ich weiß, ganz viele mögen den nicht und ja, ich liebe den, finde den richtig gut. Einmal Ritual of Mehr. In der 22 ist ein Refreshing Spray drin. Und zwar für Wäsche. Also das ist einmal so ein Wäsche-Refreshing Spray in der Sakura-Reihe. Ja, genau. Da kann man seine Wäsche und so mit aufrichten. Kann man Gardinen ansprühen oder Kissen oder sowas. Also das könnt ihr halt einfach in der Wohnung wild rumsprühen und könnt damit eure Textilien mit auffrischen. Finde ich ganz gut. Türchen Nummer 23. In der 23 ist was drin, was ich auch noch nicht kenne. Und zwar war hier einmal so ein Schaber drin.
Und dann haben wir hier ein Beutelchen zusammengeknollt. Das ist eine Purifying Charcoal Wonder Mask. Das ist eine Maske, eine Maske, die man sich eben anrührt. Das ist ein Pulver. Genau, das rührt man sich an. Schwarzer Schlamm ist hier drin. Und so weiter. Das ist eine reinigende Maske. Einmal 10 Gramm mit diesem Spatelchen, Schaber, wie auch immer. Und jetzt kommen wir zu 24. Das ist ein ganz kleines Türchen. In Türchen Nummer 24 haben wir ein Shimmer Body Oil drin von der Karma-Reihe. Das ist dieses Shimmer Body Oil, was wir schon in Boxen 100 mal drin hatten. Ich habe das auch, glaube ich, 3 oder 4 mal hier. Das riecht schon sehr, sehr gut, aber ich benutze das halt wirklich sehr selten. Das ist einmal Türchen Nummer 24. So, meine Lieben, das war einmal der kleine Adventskalender von Rituals. Was sagen wir zu diesem Adventskalender? Also, ich sag's mal so, nur rein auf diesen Adventskalender bezogen. Ich ziehe den anderen gleich noch mit rein. Also, für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, dann könnt ihr ja vielleicht abschalten oder so. Dieser Adventskalender hier ist schön für Leute, die Rituals mal ausprobieren wollen. Da ist von jeder Reihe irgendwie so ein bisschen was drin und so. Es sind 2 Produkte drin, die meiner Meinung nach ein bisschen männlicher sind, außer das Sportduschgel, das kann man vielleicht noch so als Frau mit benutzen. Also ein männliches Produkt haben wir hier drin. Dann die 24 fand ich persönlich sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein Bodyöl, so ein kleines da rein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde, den kann man kaufen. 69,50 Euro ist sehr viel Geld, aber man hat auch eine ganze Portion Luxus da drin. Rituals ist ja eine hochpreisige Marke, die haben schöne Düfte, schöne Produkte haben, die Größen sind auch in Ordnung hier von diesem Adventskalender, finde ich. Also ich finde, den kann man kaufen, wenn man jemand vielleicht beschenken möchte oder so, oder selber gerne Rituals benutzt, ist es auf jeden Fall ein schöner Adventskalender. Jetzt komme ich aber im Vergleich zu dem größeren Adventskalender für 99,50 Euro, den ich euch auch gezeigt habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen so großen Unterschied zu dem hier. Leute, seht ihr einen Unterschied? Also ich finde, jetzt eben habe ich gedacht, naja gut, hatten wir schon. Ich habe das Gefühl, die haben so einfach dieselben Produkte überall reingepackt, zumindest in die 2, in den kleinen und in den großen, beziehungsweise 3D-Adventskalender. Also irgendwie, wenn ich das da drauf so ein bisschen beziehe, wenn der 70 kostet, der andere, da ist der andere ja wirklich noch schlechter, ne, als ich überhaupt eh schon gedacht habe, dass der dieses Jahr so schlecht ist. Dann kann man sich doch eher, wenn ich das vergleichen würde, würde ich euch sagen, kauft euch auf jeden Fall den günstigeren. Da könnt ihr euch die 30 Euro sparen und habt aber fast dieselben Produkte, außer in der 24, da war ja ein anderes Produkt drin. Aber ansonsten sind das schon so ziemlich die gleichen Produkte. Warum? Verstehe ich nicht. Ich habe hier eine große Kerze von Rituals stehen gerade, die steht auf der Fensterbank. Warum kann man jetzt so eine große Kerze an der 24 oder so da reinpacken? Die haben ja die Möglichkeit, oder eine Bodycream, eine größere oder so, irgendwas, keine Ahnung, aber so ein Schimmeröl, 30 Milliliter und in dem anderen halt dieses kleine Parfüm. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, die beiden Adventskalender von Rituals sind nicht so der Knaller dieses Jahr. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich fand die beiden nicht so gut, dass ich dafür nochmal so viel Geld ausgeben würde. Also ich habe jetzt 170 Euro ausgegeben und habe ja, kleine Größen von Rituals da. Ich glaube, dieser ganz große, den es noch gibt, dieser Luxus-Adventskalender, der hat, glaube ich, größere Größen drin. Man hätte in den mittleren halt auch mal einen großen Duschschaum oder so reinpacken können, haben sie nett gemacht. Ich weiß nicht, also klar, jeder muss sparen und so, auch die Firmen müssen sparen. Aber, also ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde beide Kalender nicht so gut. Man kann das machen, die sind nicht schlecht, aber ob sich das lohnt, für 70 Euro kann man sich so schöne Produkte dann im Rituals direkt kaufen im Laden oder mit ein paar Prozenten online. Ich glaube, da hat man ein bisschen mehr von als von den kleinen Größen dann im Endeffekt. Aber das muss ja jeder für sich wissen, das war jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich würde ihn euch nicht empfehlen, zumindest den großen nicht, den kleinen kann man machen. Jetzt würde ich mich auch schon verabschieden, Dankeschön, dass ihr hier wart. Schreibt mal unbedingt eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ich freue mich, von euch zu lesen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt würde ich mich verabschieden, habe ich glaube ich schon gesagt. Bis dann, tschüssi, eure Nicole. This year, it's just gonna be you and me.